Halloween! Ich möchte eine kurze Ankündigung machen. Und zwar, wir haben heute auch eine Versammlung. Ich bin von Unser Österreich, das ist auch einer dieser Initiativen. Und zwar machen wir eine Versammlung ab 16 Uhr, Grabenpestsäule. Alle sind herzlich eingeladen und ich freue mich schon. Aber bleibt trotzdem bitte auch so lang wie möglich hier. Und ich wollte noch was sagen. Ein herzliches Dank an unsere Polizei, bitte. Großen Applaus. Dankeschön. Steht's auf, geht's mit uns auf die Straße, durch die Straßen, durch Wien, durch unser wunderschönes Wien, über unsere wunderbaren Plätze, durch unsere lauschigen Blüten, Gärten und Parks entlang der Donau. Da gehen wir seit einem halben Jahr. Die Jenny. Ich habe jetzt gerade eine Information bekommen, die möchte ich mit euch teilen. Wie heißt du? Ich glaube, dass die Leute, die noch hier sind, das wissen. Ihr könnt es hier gerne mal rufen, vielleicht wisst ihr. Ja, also ich glaube, ich muss mich namentlich nicht mehr vorstellen. Und ich möchte noch anfügen zu der Rede mit der Maskenpflicht, wenn die Lehrer dies in der Klasse wollen. Es ist nicht nur die Maskenpflicht. Es steht in genau demselben Schreiben auch drin, dass über 2000 Schulen in ganz Österreich sich zusammengeschlossen haben mit verschiedensten medizinischen Universitäten, um für alle 6- bis 14-jährigen Schüler alle 4 Wochen ein Monitoring-Testprogramm zu machen. Wollen wir das? Dies ist eine psychische Belastung für die Kinder und was wir daraus kriegen, ist eine psychisch kranke Angstgeneration, welche wir nicht haben wollen. Für den jungen, mutigen Mann. Also ich habe gehört, wunderbar, ich habe gehört, wir haben noch ein bisschen das Wort. Also wir sind die Initiativen, die schon seit langem hier demonstrieren. Das ist die Christi. Wir machen da immer am Samstag Demo. Das ist unser Österreich.at. Das ist auch der Leo, der vorhin euch eingeladen hat. Dann der Hannes Brecher, der hier der Veranstalter heute ist. Der ist auch seine Initiative, mit denen demonstrieren wir. Dann ist die Corona-Querfront, wir gemeinsam, der Werner Nosko und alle anderen Initiativen kommen immer zu uns und wir freuen uns sehr, auch aus den Bundesländern. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, zum Beispiel, wir retten wir Österreich, viele Initiativen kommen jedes Mal. Und es ist ganz wichtig, dass wir zeigen, dass wir eine andere Ansicht haben. Es ist wichtig, dass wir persönlich dastehen, weil gerade dieses Regime, ja genau, hier Dr. Belski von Corona Datencheck, ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Dr. Doktor, der große Kämpfer in Wien für unsere körperliche Integrität, für unsere Gesundheit. Wir haben, vielleicht hat er Lust, auch ein bisschen was zu sagen, weil ich habe gehört, wir haben die Bühne. Ein ausgezeichneter Experte, ein Mikrobiologe und Arzt. Seinen Worten vertrauen wir in dieser langen, schwierigen Zeit. Ja? Und es gibt viele Ärzte, die sich engagieren. Es gibt viele Pädagogen. Ich bin auch Juristin, Juristen. Es gibt ganz viele Menschen, die wir noch nicht kennen. Und bei diesen Zusammentreffen, bei diesen Versammlungen, haben wir die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Von Angesicht zu Angesicht. Dieses Gefühl der Nähe und des anderen zu spüren, dass wir uns verstehen, dass wir ähnliche Ansichten haben, dass wir ähnliche Anliegen haben. Das ist die Möglichkeit auf diesen Versammlungen. Und ich möchte euch auch sagen, dieses Gefühl, das wir am Anfang sehr drückend hatten, dass wir nichts mehr machen dürfen, dass wir in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Situation uns befinden, als noch kurz davor, in etwas, was noch nie da gewesen ist, was wir noch nie gespürt haben in Österreich. Ja, das haben wir am Anfang sehr stark empfunden und das zu Recht. Es ist ein Unrechtsregime geworden, diese
Bundesregierung, dieses Parlament, diese Parlamentarier. Ja? Sie haben etwas beschlossen, was sie nie hätten machen dürfen. Unsere Freiheitsrechte, unsere grundrechtlichen Gewährleistungen für unsere körperliche Integrität, für unsere Freude, unsere Geistes- und Gewissensfreiheit, unsere Wissenschaft, unsere Kunst, unser Familienleben, unser Hausrecht, unser Eigentum, unser Garten, alles wurde plötzlich unserer Verfügung genommen. Den Menschen wurde die Möglichkeit genommen, sich eigenständig zu entwickeln, ihr Leben selbst zu gestalten, zu entscheiden, wie sie disponieren, über ihren Körper, über ihre Familie, über ihr Eigentum, über ihr künftiges Wohl. Das alles wollte plötzlich dieses Regime für uns entscheiden. Die Faktenlage war nicht eindeutig. Es gab und es gibt keine gesicherte, einheitliche, wissenschaftliche Übereinkunft für diese Regelungen, für diese Maßnahmen, für diese neue Ordnung in unserem Land. Und nur das hätte in irgendeiner Weise irgendeine Legitimation für diese Beschlussfassungen von dem österreichischen Bürger, von dem österreichischen Volk bedeutet. Ja? Also, unsere Verfassung ist auf den Grundlagen der Freiheitlichkeit, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Bundesstaatlichkeit aufgebaut. Alle diese Rechte wurden massivst gebrochen in einer Weise, wie das seit 1945 in Österreich nicht der Fall war. Ich möchte auch sagen, dass genau in diesem Zeit, zu dieser Zeit auch unsere Staatsoper geschlossen war. Und unsere Staatsoper ist noch immer geschlossen. Das ist ein Zeichen. Wir lieben den Tanz, wir lieben die Musik. Auch Tiere tanzen und machen Geräusche und singen. Wenn einem Land, wenn Menschen das Singen und Tanzen verboten wird, untersagt wird, dann müssen wir alle besorgt sein. Dann sind wir rückschrittlich. Dann sind wir weniger als Tiere, weil Tiere dürfen das frei machen. Und das wurde mit uns gemacht. Das wäre eine Gesamtänderung unserer Bundesverfassung und das hätte nur das gesamte Bundesvolk in Österreich beschließen dürfen. Der Nationalratspräsident hätte es nicht zur Abstimmung bringen dürfen. Der Bundeskanzler hätte es nicht unterschreiben dürfen. Es ist nicht rechtskonform zustande gekommen. Es ist ein Unrecht, ein Unrechtssystem, ein Unrecht an uns und dieses Unrecht wird fortgesetzt. Das jetzige Epidemiegesetz ist ein Unrechtsgesetz. Es bricht alle Freiheitsrechte. Es soll jetzt geändert werden, aber es ist an sich falsch. Es ist hinterrücks. Es ist hintertrieben. Es ist gemein. Es nimmt uns unser Denken. Und genau das, das wollen wir. Bitte, wir zusammen, wir denken für uns, für unser Österreich, für unsere Kinder, für unsere liebenswerte, lebendige Umwelt, für unser Europa und für unsere Welt. Machen wir unsere Welt so, dass wir gerne darin leben und dass wir sie gemeinschaftlich wohlgestalten zu unserem allen Wohlergehen. Ich möchte jetzt kurz nur noch ein paar Worte sagen. Also wie gesagt, wir haben ja den ganzen Sommer Demonstrationen organisiert. Leider wurden unsere Demonstrationen nicht in den Medien publiziert. Aus dem Grund konnten wir nur über freie Medien das verbreiten. Ich wollte nur eines sagen. Was wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns nicht spalten lassen. Das ist momentan ein wahnsinniges Problem. Ich merke das tagtäglich, wenn ich in einen Billa gehe oder so weiter,
dann werde ich angesprochen, wieso ich keine Maske habe. Dann sage ich, ich brauche keine Maske. Ich habe erstens einmal ein Attest. Ich bin teilweise, werde ich rausgeschmissen aus diversen Lokalen bzw. Supermärkten. Ich habe die Ansicht, ich gehe jetzt schon so weit, dass ich sage, ja, bitte holen Sie die Polizei, weil im Endeffekt gibt es ja, kann man sich das herunterladen aus dem Internet, dass beim Betreten eines Lokales kann man ja die Maske wieder herunternehmen. Das wissen viele Menschen nicht. Das heißt, die Maske ist nur beim Betreten eines Supermarktes und dann in dem Moment, wo du nach einer hundertsten Sekunde in das Geschäft eintrittst, dann kannst du die Maske wieder herunternehmen. Das wissen weder die Banken noch die Supermärkte, nicht die Mitarbeiter. Die werden darin geschult, dass sie verlangen, von den Kunden die Masken zu tragen. Das ist nicht rechtskonform. Was das perfide in dem Ganzen ist, dass ja unser Angstschober ab 1. September Folgendes erreicht hat. Wenn jemand in Quarantäne ist, beziehungsweise sich in einem Gebiet von Quarantäne befindet, dass wir jetzt als offizielle Versuchskaninchen herhalten dürfen, um irgendwelche Impftiraden an uns zu machen. Das geht in den Medien unter. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir ganz nahe einem Impfzwang sind. Das kriegt der Großteil hier in Österreich nicht mit. Deswegen sage ich, wir befinden uns im Krieg. Das ist ein Krieg des Volkes gegen die Regierungen, das ist ein Faktum. Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung. Und dieser Krieg ist sehr perfide. Man arbeitet mit einem Virus, der in Wahrheit ein Virus ist, der dem eines Grippevirus ähnlich ist und nicht stärker. Und diese ganze Medienpropaganda, wenn man recherchiert, ich lade jeden Menschen ein zu recherchieren, wem die Zeitungen gehören, von wem ORF, CDF, ARD finanziert werden. Diese Zeitungen, wir haben seit 16. März eine Propaganda. Wir haben eine Maschinerie, eine Kurzpropaganda. Das ist ein Faktum. Es gibt keinen Debattenraum mehr. Es gibt keinen Debattenraum mehr. Es wird nicht mehr diskutiert. Kritiker werden ausgeschaltet. Das ist ein Faktum. Und wer das nicht wahrhaben will, der lebt in einer rosaroten Traumwelt. Danke. Okay.